Yo Freunde, was geht? Willkommen zu diesem Video. Gestern Nacht haben mein Mate und ich einfach 54 Kills in Duo vs. Squad gemacht. Natürlich, die Lobbys, da hatten wir mies Glück. Aber leider konnte ich ja nicht wissen, dass wir so eine gute Runde machen. Deswegen habe ich auch leider ohne Facecam aufgenommen. Das bedeutet, mein wunderschönes Gesicht Lüge könnt ihr jetzt nicht mehr betrachten, wenn ich das Gameplay euch gleich zeige. Trotzdem habe ich versucht, das unterhaltsam für euch zu schneiden. Ich hoffe, ihr lasst ein Like und ein Follow da. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen und viel Spaß mit dem Video. Oh ja, da springe ich jetzt mit mal. Wir sollten auf jeden Fall unterschiedlich spielen, also auf ganz verschiedenen Punkten der Map. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Chancen. Direkt auch immer moven, immer moven, immer moven. Oh, hä, aber jetzt sehe ich gar keine Gegner mehr hier im Pleasant. Ich weiß nicht, wo die hingeflogen sind. Was geht denn bei Tinten da? Gibt es noch die Rifts auf der Karte bei dem Dörrburger? Müssten, ja. Sind irgendwie nicht da. Digga, wollen die mich jetzt einfach pushen? Bei mir ist noch gar kein Gegner. Ganz Pleasant, obwohl so viele hier abgesprungen sind, wie du gesehen hast, ist keiner in Pleasant gelandet. Ja, kein Druck. Wir sind ja noch Top 98. So ein bisschen zeigen, dass die Bauern kommen. Boah, ich glaube, ich habe da zwei Squads. Nee, nicht ganz zwei Squads auseinandergenommen. Schade. Fünfer, fünf habe ich schon. Du vier. Neun haben wir. Das ist stark schon mal. Ne, sechs habe ich jetzt plötzlich, okay. Jetzt haben wir schon mal zehn. Und direkt wieder weiter rotieren. Ich bin in den Kampf reingeraten. Von zwei Squads. Und da waren halt erst. Oh, ja, da war halt erst einer gekillt. Das bedeutet, ich habe alle anderen gekillt. Und der letzte war gar nicht dabei irgendwie, weil die waren noch genockt. Die meisten Spieler werden eh aufmerksam auf dem ATK und wollen dich dann killen. Boah, aber ATK, ich weiß nicht, irgendwie fliegt es so schnell um. Ja, voll, ne? Voll, ne? Das ist richtig schlimm. Wenn man einmal driftet, Digga, in der Kurve, es macht einfach 360, dann fällt es um, dann willst du es umdrehen und es fliegt gegen dich und 10 HP weniger. Tatsächlich bin ich deswegen auch schon zweimal gestorben. Ja, ich auch schon einmal. Das Ding, jetzt muss echt aufpassen, weil was? Oh, hier ist, glaube ich, der letzte. Boah, weißt du, wovor ich Angst habe? Boah, bei mir sind wieder Schüsse, das ist schön. Alter. Ah, scheiße. Ich glaube, du bist bei mir. Bist du auch bei Salty? Ja. Oh. Ja, da muss ich gleich weg. Oh, Digga, der baut ja ehrlich. Gut. Iconic Skin. Hä, geil. For real. Boah, ich habe mich leider gerade fast gekillt mit meiner eigenen Granate. Das sollte nicht passieren. Ja, egal, wäre jetzt eh bei dir gewesen sogar. Aber jetzt müssen wir uns wieder splitten, also sowas sollte eigentlich nicht passieren. Ich bin halt hier die ganze Map so jetzt so hier abgegangen. Also Retail, Lazy, Tomato und jetzt hier und da habe ich jetzt schon mal 11 Kills machen können. Aber wir müssen weiter. Das Problem ist, mein ATK hat nur noch 80 HP. Weil ich habe halt mit meiner Granate geschossen und da, ja, die ist halt leider zu meinem ATK geflogen. Was ist denn los? Ist hier noch einer bei mir? Immer noch ins Holz. Da ist er schon. Pro. Junge, 18er Round. Plötzlich sind so viele Gegner gespawnt. Wir müssen uns echt beeilen. Wir haben 33. Oh, es gibt nicht mehr so viele Spieler leider. Wir dürfen echt keine Zeit bei irgendwelchen Spielern verschwenden. Mit dass man Granaten werfen. Ein Gegner ist meistens auch der Teammate. Ja, oder alle Teammates. Ja. Aber eigentlich ist Paradise auch ganz gut, um Gegner zu finden. Oh, bitte ATK überlebt es. Oh, Siegen. Digga, das ist mega heftig. Nichts ist mir so loyal in Fortnite wie mein ATK. 22er Round. Oh, aber bei mir lässt sich. Also 40 haben wir auf jeden Fall schon. Jetzt muss ich leider mein ATK wegschicken, weil ich ein neues hab. Nichts ist mir so loyal in Fortnite wie mein ATK. Aber das könnte noch was werden, Bro. Könnte noch was werden. Also 40 haben wir. Wir brauchen hier nur noch 10. Bro, wir brauchen nur noch 11. Komm, komm, Bro, 50. Digga, dann haben wir die halbe Lobby rasiert. Boah, das wäre ja. Das wäre mega krank. 40! Bro, komm. 40. Oh, wo ist man? Hey, yeah. Oh shit! Digga, was geht denn mit dir ab? Kollege. Noch eine? Ein ganzes Team bei mir, geil.
Oh, die haben aber kein schlechtes Aim. Ja, bei mir auch. Okay, Bro, Top 10. Oh, komm. Wir schaffen das, Bro. Wir schaffen das. Die 50er-Bombe ist nah. Die 50er-Bombe ist so nah. Digga, daraus wird ein YouTube-Video. Sowas von, Digga. Wir hatten so Glück mit der Lobby einfach. Das ist krank. Junge. Aber um die Uhrzeit spielen halt auch fast keine Leute mehr. Ja, schon ziemlich spät, Digga. Guck mal, es ist halb zwölf an einem Mittwoch. Unter der Woche. Da spielt halt auch kein guter Spieler mehr. Bin mir sicher, einige waren auch aufgefüllte Bots. Noch ein Kill, dann haben wir es geschafft. Bro. Wir müssen unser Bestes geben, dass wir vielleicht sogar noch über 50 kommen. Das könnte wirklich Weltrekord werden. Ja, von der Season. Boah, aber ich sehe gerade gar keine Gegner mehr, leider. Oh, warte, bei mir ist der letzte Gegner für die 50er-Bomb. Oh, da ist auch einer. Ich hab ihn. Hä? Oh. Der tanzt. Bro, 50. Mach mal doch 51 draus, oder? Die haben wir schon. 52, Digga. Holy shit. Der letzte. Ich hab noch eine Falle. Oh mein Gott, Bro, ich hab eine Idee. Ha? Schau dir das an, was ich jetzt mach. Oh, er ist hinter dir. Oh. Ah, fuck. Weil ich probiere ihn vielleicht einzubauen. Erstmal mal gucken, wie gut er ist. Mal gucken. Oh. Bro, mach nicht diesen. Ja, trap ihn mit einer Falle. Ja, warte. Warte, ich dance. Vielleicht mag er es ja, wenn ich dance. Warte. Ja, rein. Ja. Lock ihn rein. Hä, was macht der, Digga? Hä, der letzte, also es gab ja einige Spieler, die waren nicht so verkehrt, aber Bro. Komm, bitte geh rein, bitte. Das wär der Kill. Das komm, war. Bitte, Bro, bitte. Digga, er soll nur in die Trap gehen, Mann. Komm mit, ja, komm. Oh oh. Ja, oh nein, Hilfe! Hilfe! Ja, ja. Digga, komm doch her, du kleiner Penner! Komm rein! Jetzt komm! Digga! Warte! Oh, Digga, er hat mir ehrlich gedrückt! Warte! Komm bei mir mit rein! Und dann baut er ab und kommt rein! Digga, bitte! Ja! Ja, er kommt rein damit! Er kommt rein! Hä, nein, er kommt. Scheiße, ich glaube, er sieht, dass da eine Falle ist. Nee, alles gut. Nein, warte, geh rein, geh rein. Oh nein. Geh rein. Digga, das konnte ich jetzt nicht. Das war gerade zu gefährlich, wenn ich wieder No-Scope mache. Digga, dann hätten wir den Win nicht bekommen. 54er-Bomb. Holy moly. Ja, Freunde, also das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auch sehr gerne bei David vorbei. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder.